Das Leben und das traurige Ende von Will Quadflieg. Quadflieg wuchs als Sohn des Inspektors Franz Quadflieg auf. Seine Mutter Maria wurde als Schütz geboren. Will Quadflieg nahm noch während der Schulzeit privaten Schauspielunterricht, später bei Vera Prellwitz in Mülheim. Nach dem Abitur 1933 wurde er Lehrling am Theater Oberhausen, das damals noch ein kleines Stadttheater war, in dem auch Operetten aufgeführt wurden. Sein Debüt gab er in der Rolle des Weiland in der Operette Friederike von Franz Lehár. Über die Stationen in Gießen, Gera, Düsseldorf und Heidelberg kam er 1936 nach Berlin, wo er seine Bühnenlaufbahn an der Volksbühne bei Eugen Klöpfer und am Schillertheater, bekannter Theaterschauspieler. 1938 spielte Quadflieg Winnetou nach einem Buch nach der Dimmler-Version von Ludwig Körner in einer Aufführung an der Freien Volksbühne Berlin. Die künstlerischen Leiter, unter denen er arbeitete, arbeiteten teilweise mit dem NS-Regime zusammen. Will Quadflieg selbst teilte nicht die Ansichten der Nationalsozialisten, genoss aber durch seine Bühnenarbeit Vorteile, da er nicht zum Militärdienst gezwungen wurde. Er wurde von seinem Arbeitgeber UK zur Verfügung gestellt. Er war aber auch an zwei Propagandafilmen beteiligt, um die Moral zu heben, was er später bedauerte. Quadflieg blieb einer der wenigen Künstler, die sich nach dem Krieg selbstkritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzten und nach Klärung und Versöhnung suchten. Im fortgeschrittenen Alter engagierte er sich noch in der Friedensbewegung und für die Grünen. Sein größter Fehler während der NS-Zeit war aus seiner Sicht, ein unpolitisches Privatleben zu führen, ohne dem Geschehen und den politischen Entwicklungen um ihn herum genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Quadflieg wurde Mitglied einer im Vorfeld der Grünen gegründeten Tierschutzpartei. Während der Neugründung der Theaterkultur in Hamburg war Quadflieg ab 1947 am Deutschen Schauspielhaus und gleichzeitig am Schauspielhaus Zürich und bei den Salzburger Festspielen als Jedermann in Hugo von Hofmannsthals gleichnamigem Gleichnis engagiert. Von 1956 bis 1962 arbeitete er unter der Leitung von Gustav Gründgens. 1960 spielte er die Titelrolle in der erfolgreichen Theateradaption von Goethes Faust, die ihn auch einem internationalen Publikum bekannt machte. Im Hörspiel Fährten in der Prairie widmete sich Quadflieg erneut der Rolle des Winnetou. 1964 spielte er die Titelrolle in Shakespeares Macbeth am Burgtheater in Wien. In den 1960er und 1970er Jahren wurde es ruhiger um Will Quadflieg, der aus seiner traditionellen, autoritären Theaterauffassung keinen Hehl machte. Dies brachte ihn Ende der 1960er Jahre in Opposition zu der aufstrebenden neuen Generation von Theatermachern, die die konventionelle, klassische Theaterkultur politisierten und Bühnentraditionen bewusst durchkreuzten, um sie in zeitgenössische gesellschaftliche Kontexte zu stellen. Erst Mitte der 1970er Jahre stand Quadflieg wieder auf der Bühne, zu dieser Zeit und später immer wieder in Inszenierungen des Regisseurs Rudolf Nöhlte, dem er sich in seiner Theaterarbeit persönlich und konzeptionell verbunden fühlte. Bei Nöhlte stand er als Alceste in Molières Misanthrope, als Thomas Paine in Georg Büchners Dantons Tod und zuletzt in Gerhard Hauptmanns Michael Kramer auf der Bühne. Ab 1983 arbeitete er wiederholt am Thalia Theater in Hamburg, wo er bis zu seinem Tod auftrat. Will Quadflieg war ein Theater- und Bühnenkünstler, der neben der Schauspielerei großen Wert auf eine gut modulierte und ausdrucksstarke Sprechweise legte. Während er in jungen Jahren vor allem durch klassische Rollen wie Romeo, Hamlet, Othello, Macbeth, Faust, Mephisto, Tasso, Don Carlos und Nathan großen Ruhm erlangte, wandte er sich in der zweiten Lebenshälfte zeitgenössischen Autoren wie Jean-Paul ebenso erfolgreich wie Sartre, John Osborne, Botho Strauß. Darüber hinaus machte er sich als Rezitator mit zahlreichen Sprachaufzeichnungen und Vortragsabenden einen Namen. Außerdem war er in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem in Dieter Wedels Vierteiler Der große Bellheim, aber auch in diversen Krimiproduktionen. Dem Theater als seinem eigentlichen Wirkungsort blieb er aber stets verbunden.
Quadflieg liest seit den 1960er Jahren bekannte Gedichte und literarische Werke für das Klassiklabel Deutsche Grammophon, UA, Der kleine Prinz, Der Steppenwolf, und wurde damit zum Pionier des Hörbuchs. Quadflieg war in den 1980er Jahren der Erzähler der Gesamthandlung und des übergreifenden Kontextes in der erfolgreichen Hörspielreihe Wir entdecken Komponisten, darunter Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach. Von 1940 bis 1963 war er mit der Schwedin Benita von Wegesack und nach der Scheidung seit 1963 in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Margarete Jacobs verheiratet. Mit seiner ersten Frau Benita wurde er Vater von 5 Kindern, Isolde, Lars, Christian, Manuel und Roswitha. Die Tochter Sabina Troger stammt aus einer Beziehung mit Margot Troger. Der Sohn Christian und die Tochter Sabina wurden Schauspieler, die Tochter Roswitha wurde Grafikerin und Schriftstellerin. Quadflieg verbrachte die letzten Jahrzehnte seines Lebens in seinem Haus im niedersächsischen Heilshorn. Er starb im Alter von 89 Jahren an einer Lungenembolie im Krankenhaus Osterholz-Scharmbeck. Er wurde anonym auf dem städtischen Friedhof in Werschenrege beigesetzt.